Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren, und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Mod-Kiste. Und damit einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren. Und ich sage nicht nur Abend, weil wir gerade eben in Minecraft Abend haben, sondern tatsächlich, dass wir heute auch in Real Life, also ich nehme diese Folge gerade eben ein bisschen am Abend auf, weil ich sozusagen sehr viel zu tun habe derzeit, also so schulisch und anderweitig, wenn ihr versteht, was ich meine. Da ist sehr viel derzeit zu tun und sowas, ihr versteht bestimmt, was ich meine. Denn es sieht so aus, dass wir halt eben, dass ich derzeit so ein bisschen Schule machen muss. Und ich war heute auch ein bisschen in Karlsruhe unterwegs. Das ist so eine Stadt, die bei mir in der Nähe ist, ne? Da habe ich mir ein paar Sachen und so gekauft. Und da sind meistens immer einfach zwischendurch, da ist meistens zwischendurch nicht so viel Zeit, dann irgendwie so richtig hardcore früh noch was aufzunehmen. Da hat man dann immer diese Probleme. Außerdem ist das Spiel gerade mega laut, deswegen müssen wir das mal leiser machen auf 2%. Weil wir haben nämlich in der letzten Folge hatten wir nämlich dieses Problem, dass wir dort die Klarinette ausprobiert haben, zu der wir später noch kommen. Jedenfalls wollte ich heute noch erwähnen, dass es nämlich so aussieht, dass wir nämlich erstmal Glowstone brauchen zum Abfarmen, weil wir nämlich unbedingt Glowstone brauchen und noch ein sehr wichtiges Thema ansprechen möchte, was sozusagen manche Leute betrifft, die sozusagen schreiben: Oh Mann, sag mal, wieso sind deine Videos denn nicht 30, 40, 50 Minuten lang, hä? Was ist da los? Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, ja, das heißt, fragt hier zum Beispiel auf Twitter gerade eben die Manisha, ja, die fragt da: Sag mal, Roman, wieso sind deine Folgen denn nicht mal so 45 Minuten lang? Das wäre echt witzig, ja. Ihr müsst verstehen, Ich muss auch noch zwischendurch noch atmen, ja. Also, damit meine ich halt tatsächlich, dass ich tatsächlich noch leben möchte. Also, ihr müsst verstehen, ich bin keine Puppe, ja, die irgendwie, oder ein Roboter, der Videos macht, sondern tatsächlich bin ich genauso wie eure Eltern, genauso wie du, ja, der dieses Video gerade eben guckt, ein Mensch. Und was muss ein Mensch machen? Ja, ich muss auch essen und ich muss auch schlafen und zwischendurch brauche ich auch mal Unterhaltung, ja. Das heißt, ich kann mich nicht selber die ganze Zeit unterhalten. Das heißt, ich gucke auch andere YouTuber, die mich sozusagen unterhalten, ne? Was sozusagen heißt, dass es sozusagen ein Kreislauf des Lebens ist von YouTubern, dass man selber YouTube-Videos macht und gleichzeitig dann wiederum YouTube-Dingsterbumster. Übrigens, zwischendurch mal gesagt an die Leute, die sich jetzt gerade eben fragen: Roman, ich höre im Hintergrund Regengeräusche. Ja, ich habe mein Schrägfenster gleich neben meinem Zimmer. Das heißt, dass es während meinen Aufnahmen leichtes Geplätscher geben kann. Dafür muss ich mich entschuldigen. Aber wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, würde einfach keine Folge Modkiste kommen. Deswegen muss ich einfach dem Regen jetzt nachgeben und einfach aufnehmen. Ja, da kann man jetzt nichts machen. Jedenfalls, der never lagged und dieses Thema ist jetzt, glaube ich, mal beendet, sozusagen, ne, ihr versteht, was ich meine, bezüglich diesen 30, 40 Minuten Folgen. Ihr müsst einfach akzeptieren, dass jede dieser Folgen hier, ja, die sind immer kurz vor knapp aufgenommen, ja. Diese Folgen, die ihr gerade eben guckt, die sind nicht vorproduziert, ja. Modkiste, Spellstorm, The Arrival von Flo geht nicht. Das kann man nicht 20 Folgen vorproduzieren. Das ist unmöglich, was wir machen. Dafür hier steckt einfach zu viel Arbeit drin, wenn ihr versteht, was ich meine, ja. Das ist einfach alles immer so schwer aufzunehmen und so. Es sieht immer leicht aus, aber es ist halt eben sehr schwer aufzunehmen. Deswegen geht es auch gar nicht, irgendwie so 45 Minuten Folgen aufzunehmen, denn das ist mega unmöglich, ja. Also deswegen an die Leute, ne, die sich die ganze Zeit fragen, wieso denn manche Folgen kürzer sind oder so, das hat alles seinen Grund. Glaubt mir, meine Freunde. Wenn irgendwie eine Folge irgendwie schlechter ist oder wenn eine Folge kürzer ist oder wenn eine Folge mega, ja okay, wenn sie schlechte Tonqualität hat, kann man das natürlich ändern, aber ihr versteht, was ich meine, ja, das ist der Punkt, auf den ich rauskommen möchte, wenn irgendwie manche Folgen nicht so gut sind, ja, das hat alles seinen Grund, ja, das hat immer einen Grund, zum Beispiel weniger, zu wenig Zeit oder zu wenig Motivation, das gehört auch manchmal dazu, man hat nämlich nicht immer als YouTuber immer so richtig viel, richtig Lust, die ganze Zeit was zu machen, weil ihr müsst euch vorstellen, ich mache jetzt über 2 Jahre, beziehungsweise 2 Jahre insgesamt, glaube ich, YouTube-Videos und, das, ja, wisst ihr, manchmal hat man einfach so Tage, wo man sagt, was, YouTube-Videos aufnehmen? Wisst ihr, ihr versteht bestimmt, was ich meine, ne? Also dieses ganze
man hat halt eben nicht immer komplett Lust. Also jetzt zum Beispiel habe ich ja mega Lust in der letzten Zeit. Dings macht Modkiste Spaß, macht Spellstorm Spaß. Aber es gibt natürlich auch demnächst zwischendurch auch mal so irgendwie so Tage, wo ich sage, ja, gerade keinen Bock auf Modkiste, nehme ich am nächsten Tag auf. Oder irgendwie keinen Bock auf Spellstorm, das machen wir dann am nächsten Tag. Oder wir nehmen heute nur eine Folge auf statt zwei Folgen. Wobei wir eigentlich immer nur eine Folge aufnehmen in Spellstorm, was ich sehr komisch finde. Jedenfalls von dem Thema jetzt mal abgelenkt. Es gibt noch was ganz Wichtiges, was ich erledigen möchte, denn es sieht so aus, dass ich unbedingt diesen Glowstone das hier nutzen möchte, um ein bisschen Hauch von Tüll in unser Zuhause reinzubringen, denn ich möchte dafür sorgen, meine Freunde, dass wir endlich mal hier ein bisschen Glowstone Arena in unser Haus hier einbringen. Das sieht nämlich super mega fresh aus. Das haben die Leute in der neuesten Generation einfach. Das gehört einfach dazu, ja. Das ist nicht einfach nur irgendwie 0815 Zeugs Glowstone. Nein, Glowstone, meine Freunde, ist die Revolution. Sowas gab es noch nie. Sowas hat noch nie jemand bei jemand anderem gesehen. Das gibt's nur in Minecraft Modkiste. Nein, nein, war natürlich nur ein Spaß. Und davon jetzt mal abgesehen. Es sieht so aus, dass wir heute noch ganz viel zu tun haben. Denn in der letzten Folge haben wir tatsächlich hier die Klarinette gewonnen. Bei diesem liebsten allerliebsten, dem Cäsar. Ja, wir können theoretischerweise nochmal kurz hingehen. Alle unsere Münzen nochmal verprasseln. Ich müsste dann nochmal ganz kurz zum Casino kurz gehen, weil wir haben noch mega viele Münzen von dem ganzen Karottentausch von dem liebsten Norbert. Hat er eigentlich seine Sachen schon an? Norbert? Nein, der hat mein Schwert noch nicht gefunden. Ich glaube, der hat es auch noch gar nicht gemerkt. Hat das schon gemerkt? Warte mal, Norbert. Ich habe jetzt über 2 Jahre... Nö, er hat es wahrscheinlich noch nicht gemerkt. Norbert, dein Schwert, was ich dir gegeben habe, weil du es ja nicht anders wolltest, liegt da drin. Ja, das kannst du dir abholen, Alter. Ah, und die meisten Leute sagen mir auch die ganze Zeit, Roman, wieso klaust du denn nicht einfach Norbert die Karotten? Das wäre doch viel cooler. Okay, soll ich euch mal kurz... Ah, ich habe jetzt aus Versehen einen Screenshot gemacht, ja. Ich erkläre euch mal, wieso ich nicht klauen kann. So, wollt ihr das mal sehen? So, ja, das sieht man, glaube ich. Das, meine Freunde, ist der Grund, wieso ich nichts klauen kann, okay? Deswegen muss man sich einfach in Modkiste benehmen. Das gehört einfach dazu. Das gehört nicht nur in Modkiste dazu, sich zu benehmen, sondern halt eben überall auf der Welt sich zu benehmen, ja? Das heißt, wenn man zu jemandem nach Hause kommt, dann benimmt man sich einfach bei dem, ja? Ganz leichtes Prinzip. So, dann haben wir hier unsere Coins. Ich muss kurz meinen Clickbot starten, damit das hier alles viel, viel schneller von Daten gibt. Warte mal, Autoklicker. So heißt dieses Programm, was ich benutze. Das heißt, ich kann jetzt viel, viel schneller klicken. Na, warte, ich muss hier noch kurz einstellen, dass ich hier rechts klicken möchte. Easy peasy lemon squeezy. Ja, auf der Taste Y. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ne, gehen wir zum Automaten oder gehen wir da hin oder gehen wir da? Ich möchte hier hin. Hier kann man Diamanten gewinnen. Also, erste Ladung. Haben wir gewonnen? Okay, vielleicht ein bisschen haben wir gewonnen. Ha, easy peasy. Oh, jetzt haben wir 3 solche grüne bekommen anscheinend. Das können wir hier auch alles noch reinschmeißen. Hui, hui. Alter Vater, wir gewinnen aber ganz schön viel, muss ich sagen. Warte mal, wir müssen hier noch mehr reinballern, damit wir alles nochmal kurz reinbekommen. Ui, Alter Vater, wir bekommen grüne Münzen. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit grünen Münzen machen kann. Wahrscheinlich irgendwie in einen anderen Automaten reinschmeißen. Aber ich habe noch nie grüne Münzen bekommen, ja. Ich glaube, Cäsar verkauft die sogar nicht mal. Das heißt, die sind wahrscheinlich selten. Man kann mit denen spezielle Sachen gewinnen. Könnte ja sein, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich klatsche da jetzt einfach mal alles rein, was ich so habe. Ui, übrigens an die Leute, die sich fragen, ja, Glücksspiel ist nicht so gut. Ne, merkt euch das für euer Leben. Easy peasy lemon squeezy. Hier nochmal 64. Alles reinballern. Ah, hier nochmal ein bisschen. Okay, nochmal ein bisschen. Alter Vater, das hört ja gar nicht mehr auf. So viel ist das. Hallo, könnt ihr mal bitte weggehen? Oh, ihr seid so viele. Rein mit euch. Na, noch 15. Rein mit euch. Noch wie viel? Nochmal 15. Rein mit euch. Nochmal. Ja, habe ich jetzt alles verzockt? Nein, jetzt habe ich noch 5. So, jetzt habe ich wahrscheinlich noch 2 oder 6. Wieso habe ich denn jetzt auf einmal wieder 6? Und wieso habe ich jetzt wieder grüne dazu bekommen? Okay, jetzt ist alles weg. So, wir haben jetzt 3 Emeralds gewonnen. Wahrscheinlich 4 Diamanten oder so. Das heißt, wir haben hier aber immer noch Goldcoins, auf die ich jetzt aber keinen Bock habe, weil es so viele sind. So, wir haben jetzt hier diese Emerald-Tokens. Die können wir wahrscheinlich hier reinschmeißen. Mal gucken, was wir da gewinnen. Unlucky, you got nothing. Unlucky, ey, 2 Emerald-Tokens. Okay, das heißt, hier kann man auch was reinschmeißen. Jetzt haben wir 4 Emerald-Tokens. Nochmal Emerald Tokens und Bonus Prize. You got 1 Emerald Token. Hä?
Und was bringt mir das jetzt? Jetzt sind die ja alle weg. Oh Mann, immer diese komischen Casinos, da verstehe ich echt gar nichts nach der Zeit. So, jedenfalls haben wir jetzt unser ganzes Geld verspielt, beziehungsweise wir haben hier nochmal was, das können wir später nochmal machen, aber heute müssen wir auf jeden Fall nochmal was ganz Wichtiges machen, ja? Wir müssen jetzt nochmal kurz nach Bikini Bottom gehen, denn in Bikini Bottom wartet dann schon mal die nächste Person auf uns, denn an die Leute nochmal zur Erinnerung, denn bei Schmidti gibt's ja jetzt nochmal hier, ihr versteht, was ich meine, gibt es ja hier den Krabbenburger und für den Krabbenburger brauchen wir ja einen Spatula, ja? Und den Spatula, den brauchen wir sozusagen für den goldenen Spatula. Und wenn wir den goldenen Spatula haben, haben wir den Kitzelgürtel, ja? Und was bedeutet der Kitzelgürtel? Ganz genau, der Kitzelgürtel bedeutet einfach, dass wir Matterhorn einfach one-hitten und dann ist die Geschichte zu Ende, ja? Aber das Problem dahinter ist, dass wir in den salzigen Spucknapf jetzt irgendwie hereinkommen müssen, beziehungsweise Thaddäus dort besuchen müssen. Ich bin mir jetzt aber auch ganz nicht, irgendwie nicht sicher, ob der jetzt offen hat oder ob ich da jetzt irgendwas beachten muss, weil in der letzten Spongebob-Folge, die ich gesehen habe vom salzigen Spucknapf, war das nämlich so, dass ich da irgendwie beweisen musste, dass ich mega hart bin, ja. Deswegen schauen wir doch einfach mal rein nach Bikini Bottom. Wow. Jetzt sind wir wieder hier im Abfalleimer gestrandet. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal kurz hier lang, nochmal kurz nachschauen, ob der Mantarochen... Ne, Mantarochen ist nicht da. Mal gucken, ob Thaddäus jetzt eigentlich noch da ist oder arbeitet der noch oder ist der mit seiner Schicht eigentlich fertig? Tatsächlich, Thaddäus ist nicht mehr da. Das heißt, wir könnten ihn theoretischerweise treffen. Aber warte mal, warte mal, wir gehen jetzt einfach mal ganz gechillt zu diesem salzigen Spucknapf, schauen, dass uns niemand attackiert namens Mantarochen mit einem großen, düsteren Blick. Das wäre jetzt tatsächlich nicht so angenehm mitzusehen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo der herumläuft, aber der läuft sehr gerne um diese Welt herum. Einfach nochmal kurz Ausblick halten. Wir haben hier den Weicheischuppen Junior. Da hinten haben wir den Ultra-Weicheischuppen Junior. Das hier weiß ich nicht. Das könnt ihr mir ruhig in die Kommentare schreiben. Weiß ich wahrscheinlich nicht. Aber hier haben wir wahrscheinlich den, ist er das? Der salzige Spucknapf, tatsächlich. Nur am Abend geöffnet. Hä? Warte mal, ist hier jetzt niemand drin? Lol, hier ist alles leer. Das heißt, hier ist wahrscheinlich nichts los. Okay, gut, das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwie Nacht machen oder sowas. Okay, warte mal, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier Time Helmet. Hui, los, meine Sonne, los, los. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwie warten, bis Nacht wird, weil wir können das jetzt sozusagen manipulieren. Und dann könnten wir theoretischerweise warten und dann könnte hier Thaddäus kommen und dann könnten wir theoretischerweise schon reingehen und dann heißt es, was heißt das denn eigentlich? Dann heißt es Krabbenburger Formel und wenn wir die Krabbenburger Formel haben, dann heißt es für uns, dass wir unsere Spalte... What the fish? Woher kommst du? Barry? Lol, erstmal anreden. Hallo Barry. Alter, Vater, der sieht ganz schön groß aus. Was hat der da auf dem Rücken? What the fish? Hallo Barry, wie geht es dir? Hey, du. Siehst aus wie ein richtiges Weichei. Falls du hier gerade versuchst, dich anzustellen, würde ich dir raten, wieder abzuhauen. Warte mal, wieso soll ich denn bitte abhauen? Ich bin gerade eben erst gekommen. Na, schau dir doch mal deinen Bizeps an. Der ist ja kleiner als eine Salatbohnenstange. Erst wenn du einen 44er Bizeps vorweisen kannst, kommst du hier rein. Warte mal, ja? Du denkst wahrscheinlich, ich habe hier keinen 44er Bizeps in Minecraft, aber ich habe tatsächlich einen, ja? Weil jeder, der auf Twitter vorbeigeschaut hat, auf meinen Twitter-Banner, weiß, dass ich einen 44er Bizeps habe, ja? Easy peasy, Lion Squeezy, Barry, ich habe einen 44er Bizeps. Hier, na dann, man sieht sich bestimmt bald wieder. Beweis mir, dass du einen 44er Bizeps hast. Aber ich bin hier nur abends. Lol, also ja, okay, ich hab's schon gemerkt, dass du hier noch abends bist. Warte mal, ist da drinne Thaddäus? Thaddäus! Nein, da ist Werner? What the fuck? Werner ist da drin und wer ist da noch drin? Olaf, Alter, ist auch Thaddäus da? Thaddäus, egal. Jedenfalls, Barry, ich werde dir beweisen, dass mein Bizeps viel größer ist als deiner, okay? Und dann gehe ich da rein, Barry, und dann heißt es für dich Bye-Bye, Butterfly. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal schnell wieder nach Hause und müssen jetzt nochmal kurz überlegen, wo könnten wir ein Bild auftreiben von meinem Bizeps. Das heißt, wir müssten irgendwie ein Bild in Minecraft importieren, um irgendwie zu zeigen, dass ich meinen 44er Bizeps wirklich habe, ja? Weil die Leute auf Twitter, die wissen ja ganz genau, also die Leute, die immer auf Twitter
folgen, unten in der Beschreibung natürlich verlinkt, wissen, warte mal, wo muss ich jetzt hin? Auf jeden Fall, ich möchte nicht Twitch streamen. Die Leute, die jetzt auf jeden Fall wissen, ja, dass ich auf Twitter diesen Banner habe, wo ich oben diesen großen Bizeps habe, was ich in Photoshop gemacht habe, ja, die wissen, dass ich dieses Bild besitze. Das heißt, stimmt, warte mal, ich könnte theoretischerweise mal bei Frieda nachfragen, ob sowas möglich wäre. Hallo Frieda! Ich benötige ein Bild von meinem Computer hier in Modkiste. Du brauchst ein Bild, das du von deinem Computer in die Modkiste-Welt importieren möchtest? Dann geh doch einfach auf Twitter und poste den Tweet. Importieren ist wie Zongelorinen. Dann dürfte das eigentlich funktionieren. Viel Glück, Roman! Jetzt möchte ich eigentlich gerade... Warte mal, ich glaube, die möchte mich gerade ein bisschen auf den Arm nehmen. Was? Du brauchst ein Bild, das... Dann geh einfach auf Twitter und poste den Tweet. Importieren ist wie Zongelorinen. Ach, weißt du was, ey, ohne Spaß, dann posten wir das eben jetzt. Ich weiß, die Leute, die jetzt auf Twitter sind, ja, die mir folgen, tut mir leid, ja, muss ich machen wegen Frieda, weil die sagt das. Warte mal, ich muss das jetzt auch in Großbuchstaben schreiben, ne? Importieren ist wie Zongelorinen. Habe ich es richtig geschrieben? Zongelorinen? Ja, genau. So muss ich das schreiben, ne? Ohne Ausrufezeichen, einfach so. Okay, perfekt. Twittern. Ja, schauen wir mal, wie die Leute darauf reagieren. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, wie die Leute darauf reagieren. Ich schaue jetzt mal kurz vorbei. Ja, Twitter. Also, da hat gerade eben jemand meinen Tweet favorisiert, der gute Danke-LP, ja, auf Twitter hat mir das jetzt mal gucken, ich möchte mal einen Kommentar durchlesen, was die Leute dann gerade so schreiben. Jetzt haben wir schon drei Favoriten drauf, okay, gut, das haben wir jetzt einfach mal gemacht. Frieda weiß ja, wie es geht, ne, falls ihr auch so eine Scheiße einfach mal erleben wollt, schaut auf jeden Fall auf Twitter vorbei, nicht vergessen, meine Freunde. Und jetzt dürfen wir theoretischerweise, warte mal, hat sie nicht gesagt, dass es jetzt funktionieren würde? Theoretischerweise dürfen wir jetzt eigentlich in unserem Postkasten Bildausdruck heiß, was für heiß und Twitter Buchdruck GmbH. Ja, es hat funktioniert. Sehr geehrter Herr Roman, im Anhang befindet sich eine Datei namens bizepsbeweis.png. Ich hoffe, wir konnten helfen. Freundliche Grüße, Twitter. Twitter ist das Beste, was es gibt, Leute. Username Twitter Bilddruck GmbH. Bildausdruck heiß und fettig. Lol, Bizepsbeweis. Das ist es, glaube ich. Genau das brauche ich. What the fish? Genau das brauche ich, Alter. What the fish? Das ist das, was ich gebraucht habe. Das bin ich in einem Bizeps-Kostüm. Beziehungsweise, ich habe mir das in Photoshop gefotoshoppt. Und da oben ist sozusagen... Also, falls ihr das Bild sehen wollt, könnt ihr auf Twitter vorbeischauen. Hier ist das ein bisschen anders in Modkiste. Ist ein bisschen pixeliger, wie man das in Minecraft so kennt. Jedenfalls ist das natürlich meine echte Statur. So sehe ich in Real Life aus. Das ist auf jeden Fall klar. Das heißt, wir können jetzt kurz in den... ja, da steht's oben schon. Bizeps-Bild-Quest complete. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu diesem dreckigen, komischen Kerle, ja. Und zeigen ihm mal unser Bizeps-Bild, damit wir ihm zeigen... können, Alter. Ui! So, damit wir denen mal zeigen können, wie das hier mit echten Männern machen, weil so ein Loser wie der, ja, die können ja mal gar nichts, okay? Weil wir sind die richtigen Bizeps-Boys, Alter. Schaut euch das an, Alter. Warte mal, wir müssen auf Manta-Rochen achten, dass wir den nicht irgendwie in die Schlinge reinlaufen. Wir müssen nämlich immer auf den aufpassen. Der darf uns nicht sehen. Er ist aber gerade auch nicht da, ist gerade auf Reisen. Das heißt, wir können jetzt easy peasy zu Barry gehen. So, Barry, schau dir das mal an. Das ist mein Bizeps-Beweis. Wow, alter, fetter Bizeps. Bitte trete nur herein. Ich persönlich schaffe es nur, Nägel ohne Milch zu essen. Ja, du bist ja auch ein Loser, ja? So einen fetten Bizeps wie ich, ja? Den hat halt eben niemand. Ha, jetzt möchte ich hier gerne in den salzigen Spuck. Na, und da ist er auch schon. Lol, da haben wir Olaf, der Härteste. Hello Aerosol HD. Und was sagt Werner? Werner, der aller härteste im salzigen Spucknapf. Ich bin hier der allerhärteste. Okay, ich glaube, er hat Olaf schon so eingeschüchtert, dass Olaf selbst nur Englisch redet, ja? Das heißt jetzt also, wir können jetzt endlich... What the fish, da läuft gerade Manta-Rochen vorbei. Jetzt können wir endlich bei dir die super tolle Krabby Patty Secret Formula kaufen, Leute. Und damit, meine Freunde, können wir uns tatsächlich das nächste Level von Schmitty kaufen. Und das sehen wir natürlich in der nächsten Folge von Minecraft Modkiste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wieder mal zuzuschauen. Ich hoffe, ihr schaut auch mal bei Twitter vorbei. Gebt einen netten Kommentar ab und natürlich einen Like auf die Folge. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Aerosol HD. Haut rein, Leute. Ciao.